Backroom Morphs. Ja, Freunde, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backroom Morphs. Leute, und heute haben wir wieder... Ich habe keine Ahnung, warum ich das so lustig finde. Freunde, heute haben wir Was zum Teufel? Oh Gott, ich habe so Hunger. Leute, heute haben wir wieder neue Morphs, beziehungsweise kam schon wieder ein Update raus. Und ich habe irgendwie Angst, dass, wenn das Video rauskommt, nochmal ein Update rauskommt. Aber Freunde, was soll ich sagen? Wir suchen jetzt die neuen Morphs. Wir haben hier ganz, ganz, ganz viele Poppy, Playtime, Rainbow, Friend, gemischte Morphs. Und wir haben auch noch die Lettermorphs, Leute. Und die suchen wir uns jetzt einfach mal raus. Ich bin im Vorfeld schon ein bisschen rumgelaufen, Leute. Und deswegen teleportieren wir uns jetzt zu dem alten Flur, damit wir hier hinten in diese Tür rein können. Leute, wir machen das wie immer. Ich laufe zu den Morphs. Ich zeige euch, wo ihr hin müsst. Und ihr lasst mir im Umkehrschluss dafür ein Abo da. Und ein Like und ein Kommentar. Oh Gott, Leute, ja, lasst es richtig knallen. So, Freunde, wir müssen nämlich zu Shrek hinter. Und Leute, da werdet ihr gleich was ganz, ganz Magisches sehen. So, und zwar, seht ihr das? Da hinten gibt es einen neuen Bereich, Leute. Ich bin schon ganz gaga im Hirn. Der heißt nämlich Level 22. Keine Ahnung, warum der Level 22 heißt. Hier haben wir auch eine Box drin. Da brauchen wir den Hammer. Den habe ich jetzt schon wieder vergessen. Damn! Aber wir haben hier Letter A schon mal. Und das ist das A, bei dem... Oh mein Gott, die halbe Gesichtshälfte fehlt. Also ich finde es nicht gut, Leute, wenn wir immer so gewaltverherrlichenden Mist hier reinbringen. Guck mal, der ist blind, der sieht nichts, der sieht unglücklich aus. Das finde ich nicht gut. So, Batterie mitnehmen, dann nehmen wir hier auch direkt wieder den Hammer, zack. Und teleportieren uns wieder zum alten Flur und wieder hinten rein. Ich finde es nice, dass der Entwickler hier auch wieder neue Bereiche einbaut. Das, finde ich, macht so ein bisschen mehr Kick, ja? Also sollte nicht zu jedem neuen Morph sollte nicht immer ein neuer Bereich eingebaut werden. Aber so alle 20 Morphs könnte man das machen. Das ist auf jeden Fall eine nice Geschichte. Und wenn mir noch jemand erklären würde, warum dieses Loch mit der Lava da unten ist, dann würde mich das sehr, sehr freuen. So, ich gehe mal ganz fest davon aus, dass wir da einen der neuen Morphs drin haben. So sieht das zumindest aus. So, und wir haben, oh, wir haben Green Poppybox Playtime Dude irgendwie. Oh, guck mal, der versteckt sich. Hat auf jeden Fall, sieht auf jeden Fall lustig aus, Leute, wie der hier, was war das denn? Wie der hier rumeiert. Sieht auf jeden Fall wirklich lustig aus. Also, das sind wieder Morphs, die sind, die finde ich gut. Die sind kreativ gemacht und ich kann mir vorstellen, dass auch der Red Morph hier wieder nice ist. Aber auch der hier. Down the slide on a drawer in basement, find the trophy. Somewhere on furniture treehouse, find the trophy somewhere in blue room. Okay, wir teleportieren uns jetzt erstmal hier zurück zu den Rainbow Friends. Holen uns wie immer hier den Hammer. Und es gibt nur einen einzigen blauen Raum. Und der ist lustigerweise hier. Die Brechstange habe ich jetzt nicht. So, und zwar hier runter. Und hier oben, zack, das müsste er theoretisch sein. Jawohl, genau. Also ihr rutscht die Rutsche runter, Leute. Und dann nehmt ihr dieses zerfetzte, was ist das? Was? Oh Gott, das sieht... Die tun mir irgendwie so leid. Ist das ein Haar? Ich habe jetzt gar nicht bewusst darauf geachtet, was das sein soll. Er sieht aber auf jeden Fall sehr traurig aus. Ich möchte das nicht. Lieber lachen. So wie Rotox hier. Rotox ist immer am Grinsen. Egal, was passiert, auch wenn die Welt gerade untergeht, wir lachen. Okay, Leute, für den nächsten Morph brauchen wir wieder einen Hammer. Ich weiß nicht, welcher Morph das ist. Ich nehme mal an, das ist ein Lettermorph, aber wir werden das gleich sehen. Ihr holt euch den Hammer und teleportiert euch dann hier zum IKEA. Einmal geöffnet. So, und dann müssen wir hier hochspringen. Einmal vorbei am Mitarbeiter und hier einmal den Sektor B7 nach oben hüpfen. So, hier kaputt machen. Und dann haben wir... Oh, wir haben das F. Und beim F ist der Mund zu. Also der hat quasi... Oh, das sieht aber nicht gut aus. Was ist denn mit ihm passiert? Der Mund ist zu gepappt oder zu gekleistert. Und er ist hinten einfach ein Stück rausgebissen. Hilfe, why? Den nächsten Morph, den ich gefunden habe, Leute, der ist auch ganz easy. Glaube ich auch ein Lettermorph. Glaube ich zumindest. Ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Ihr spawnt euch, ihr teleportiert euch zurück zum Spawn. Ihr spawnt euch zurück zum Spawn. Lauft hier hin zum Portal und seht ihr, hier steht schon einer. Ich weiß jetzt nicht, welcher das ist. Oh, das ist ein neuer. Das ist der Red. Oh, den haben sie aber nicht gut versteckt. Was ist denn mit ihm los? Hier, guck mal. Das ist aber nicht gut versteckt. Das ist ein bisschen buggy, oder? Sieht auf jeden Fall nice aus. Einer meiner Lieblingsmorphs, kann ich jetzt schon mal sagen. Also Red ist eigentlich immer mein Lieblingsmorph, weil der einfach immer sehr cool gemacht ist. Das machen aber auch so ein bisschen die Farben aus. Ich weiß nicht, ich feiere den einfach.
Genau, das war der. Dann können wir noch, Leute, und zwar holen wir uns dann noch die Crowbar. Dazu müssen wir wieder hinterlaufen, Richtung Turtle. Einmal über diese Leiter hier drüber. Vorbei an Flopper. Und hier rein und hier runter. So, rot oder tot, ich weiß es noch nicht. Rot ist wieder tot. Dann gehen wir eben ins Blaue rein. Sollte heute wieder ein neues Update kommen, Leute, dann tut es mir leid. ich kann gar nicht so viel Backroom-Morphs aufnehmen, wie der Updates bringt. Das ist wirklich unglaublich. Also inzwischen jeden Tag. Früher war es auch irgendwie alle zwei. Aber bei 132.000 Likes kommt ja das nächste Update. Und zwischendrin ballert er nochmal ultra viel raus. So, dann müsst ihr euch wieder zu Game Madness teleportieren. Und das ist relativ easy und simpel. Ihr lauft hier hin. Und hier seht ihr schon, hier haben wir noch einen Morph. Oh, und das ist das Haar. Das zerstörte Haar. Okay, wir teleportieren uns mal zurück zum Spawn. So, und wir haben hier das zerstörte Haar, Leute. Das grüne zerstörte Haar. Was haben die denn da unten immer dran? Sind das Bandagen oder sind das Gürtel oder Fesseln? Oder was soll das denn sein? Und warum gammelst du hier am Boden rum? Also, diese Lettermorphs, die tun mir jetzt aber wirklich leid. Wir haben auch noch eins. Das K, das aussieht wie eine Banane. Okay. Das könnte das Coolste sein. Bis jetzt ist eigentlich F recht nice, wenn man das so sagen kann. Wenn man so angebissene, zerstörte Buchstaben cool finden kann, die auf jeden Fall auch gelitten haben. So, Leute, dann in F-Letter Cage teleportieren und hier steht nochmal einer. Und, oh, das ist das K. Okay, alright, dann haben wir jetzt das K. Und, ja, das K sieht sehr verstörend aus. Hat das K einen Bart? Das K ist angebissen, hat einen Bart, hat wieder eine Bandage, aber er hat eine Sonnenbrille auf. Er ist auf jeden Fall der aller coolste Dude. Und deswegen sage ich jetzt auch einfach mal, das coolste von den Buchstaben ist das K und dann kommt das F und dann kommt der ganze Rest. Leute, schreibt ihr mir gerne in die Kommentare, welchen Morph ihr von denen am coolsten findet. Lasst doch gerne einen Daumen und ein Abo da, wenn ihr bis jetzt alle Morphs gefunden habt und das Video feiert. Und dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt die restlichen drei Morphs. Auf den bin ich ja richtig, richtig gespannt. Leute, ich zeige euch jetzt zuallererst mal, wo Blue ist. Das ist nämlich ein bisschen gemein. Wir teleportieren uns nämlich wieder zu Game Madness. Eigentlich hätte ich den auch vorher direkt holen können. Hier und hier in den Raum. Wer geht da schon rein? Weil da waren ja eigentlich bisher keine Morphs. Aber genau hier ist er. Und das muss Blue sein, denn die anderen zwei sind ja bezeichnet und das ist auch Blue. Und wir schauen uns einfach mal an, wie Blue aussieht. Blue versteckt sich komplett in seiner Box. Und, wartet, wir teleportieren uns zurück, da haben wir mehr Platz. Und sieht auch wieder nice aus mit seinem Speichelfaden. Ich find's cool, dass er sich komplett in der Box versteckt. Also, es ist nicht so buggy wie Red. Red ist ja, ultra buggy, wenn ich mich in Red morphe. Der macht irgendwie was Komisches. Und bei Green ist es, glaube ich, auch so, dass er sich direkt auch in diese Box wieder reinmorpht, oder? Und bei Green ist es, glaube ich, auch so. Genau, ja, da geht in die Box, da bleiben aber die Füße noch übrig. Und Blue versteckt sich halt komplett. Also ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Sieht nice aus, der Morph, muss ich sagen. Also die gefallen mir schon, weil sie halt kreativ gemacht sind. Das ist eine Mischung aus Rainbow Friends und diesem Poppy Playtime Chapter 3. Leute, für den nächsten Morph einfach wieder in Game Madness teleportieren. Und jetzt aber auch wieder nach links. Und jetzt direkt hier zu Peppa Pig. Und hier gibt es nämlich jetzt eine neue Tür. Und das ist, ja, keine Ahnung, was das jetzt ist. Ich nehme mal an, das soll das Basement sein. Da geht es zwar nicht runter und vielleicht verstehe ich das auch irgendwie falsch. Okay, der ist genauso verbuggt. Der ist genauso verbuggt wie Red. Oder ist das Absicht? Ich habe keine Ahnung, ob das Absicht ist. Aber sieht auch cool aus. Also ich würde mal sagen, diese Morphs sind alle Gewinner. Die sehen alle cool aus. Aber Leute, jetzt holen wir uns den Triple Dude, Freunde. Und der ist eigentlich auch gar nicht so schwer. Die Batterien haben wir schon. Und wir laufen hier rein, ihr wisst es ja. Und wir gehen einfach in den Rainbow Friend Bereich. Das heißt, einmal hier drüber, einmal hier das Tor geöffnet. Und dann rutschen wir einfach ganz gechillt die Rutsche runter. Und einmal hier, so. Und dann einfach ganz gechillt die Rutsche hier runterrutschen. Einmal hier rein. Zack, die Bohne. So, und jetzt, ja, ist er hier hinten auf dem Tisch. Wir brauchen keine Crowbar. Und hier haben wir den Triple Chango. So nenne ich ihn. Ich nenne ihn den Triple Chango. So, und das wird... Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Ah, nice. Okay, ein Kopf bleibt draußen. Cool gemacht. Boah, guckt euch den... Oh, der ist smooth, Leute. Der ist richtig smooth. Das ist cool gemacht, dass er den Kopf einmal so raus tut. Und dann, wenn man aufschickt, zack, dann kommen alle raus. Das ist auf jeden Fall cool. Ist mein
Lieblingsmorph und mal seit langem wieder einen, den ich als sehr, sehr geil bezeichnen würde. Das war ja zuletzt bei Venom, das ist ja auch schon ewig her. Ah, ein sehr, sehr geiler Morph. Trifft es auf jeden Fall gut und wurde sehr gut gemacht. Freunde, wenn euch die Folge Backroom Morphs gefallen hat, lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, schallert das so richtig rein. Ich hoffe, ihr habt alle Morphs gefunden und dann sehen wir uns in dem nächsten Video. Und das wird nicht lange auf sich warten lassen, weil der Typ 1 Million Updates bringt. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.